Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Wir sind, wie man im Hintergrund erkennen kann, immer noch im wundervollen Tic-Tac-Trauma. Wundervoll natürlich in Anführungsstrichen. Und jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Yippie! So. Da oben ist die Uhr. Nee, das war jetzt irgendwie nicht so richtig. Achso, ich kann ja einfach hier so hochspringen. Ah, komm her. So, und dann gehen wir einfach mal rein. Achso, jetzt habe ich nicht so auf die Uhrzeit geachtet, aber ich glaube, das passt schon. Wir haben letztes Mal tatsächlich die letzte Aufgabe zuerst gemacht mit den 8 roten Münzen, weil die einfach so einfach und offensichtlich war. Allerdings müssen wir trotzdem nochmal irgendwann die 100 gelben Münzen einsammeln, aber jetzt machen wir erstmal mit den normalen Aufgaben weiter und rollen den Käfig. Ah ja, die Musik war ja hier so abspackend. So, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ja, geht schon mal gut los. Hallo? Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Scheiße. So. Huch, das sah ja geil aus. Kommt man nur da hoch oder kommt man auch hier hinten hoch? Ja, sieht jetzt auch nicht so gesund aus, aber ich denke, ich gehe einfach mal hier lang. Und stelle fest, dass ich die Kamera nur noch absolut scheiße drehen kann. Oh je. Das ist ja genau das Richtige für mich. Ah, jetzt hört er auf, sich zu drehen. Gut. Oh Mann. Das scheint hier wirklich ziemlich gefährlich zu sein in der Uhr. Hier sind nur ein paar Münzen. Soweit ich weiß, muss ich so hoch wie möglich kommen. Ich bin ja mal gespannt. Hallo? Gerade haben sie sich gedreht. Wie oft drehen sie sich denn? Nicht so oft. Aber ich speichere mal lieber, weil ich glaube, das könnte ein bisschen schwieriger werden jetzt hier. Wow. Okay, das war knapp. Aber es ging. Oh. Hier sind aber auch viele Dinger irgendwie. Eine Action nach der anderen. Oh, cool. Der Minutenzeiger oder so. Oder Sekunden? Nee, Quatsch. Der Sekundenzeiger. Lustig. Ich glaube nicht, dass das jetzt bringt. Wollen wir uns erstmal Münzen. Oh, ich dachte, hier wäre ein Leben drin oder so. So, dann hier. Na komm, halt dich fest, Mario. Sehr schön. Dann können wir die Kamera schon wieder nicht drehen. Oh Gott, das war jetzt schon wieder verdammt knapp. Wow. Also hier hätte ich jetzt wirklich mal gern einen Controller zum Steuern. Das wäre wirklich einfacher. Und ich überlege, falls ich doch nochmal andere Nintendo 64 Spiele, vielleicht Let's Play oder so, oder auch sonstige, die einen Controller benötigen, ob ich mir nicht vielleicht doch mal einen zulegen sollte, weil es ist ja wirklich verdammt schwierig. Oh, ach, wir sind schon da. Ja, jetzt habe ich das irgendwie gar nicht mal so richtig wahrgenommen. Aber cool, wir haben den nächsten Stern ergattert. Und ich habe da unten doch gerade noch einen gesehen. Kann das sein? Rolle in den Käfig. Ah ja, das wollte ich eigentlich nur wissen. Die Aufgabe war auf jeden Fall richtig. Cool, wir haben es hinbekommen. Die Uhrzeit stimmte auch. Wunderbar. Und ich will immer wieder da hinten hochgehen. Ich weiß auch nicht warum. So, dann gehen wir nochmal rein. Und zwar, ich sehe gar nichts. Okay, ist wieder 5 nach, also wird schon passen. Ist ungefähr wieder die gleiche Uhrzeit. Achte auf das Pendel. Ja, gut. Da sind 1000 Pendel irgendwie. Das können ja alle möglichen sein. Aber soweit ich weiß, müssen wir noch höher diesmal. Und dann kommt irgendwie noch ein Pendel irgendwann. Probieren wir es einfach mal aus. Oh Gott. Ich sollte vielleicht nicht so wahllos umherspringen, sondern auch mal ein bisschen abwarten. Ich lebe nämlich ziemlich gefährlich gerade. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Aber es läuft ganz gut bisher. So, der stößt gleich raus. Das hatte ich mich erinnert. Scheiße. Ich habe zwar noch gelebt, aber das ist trotzdem doof. Immer schön festhalten, kleiner Mario. So ist brav. Oh. Oh, dann hier hoch. Und dann kommen wieder diese tollen Drehscheiben. Oh Gott. Aber
Es geht bisher eigentlich relativ gut. Also ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt. Ich glaube, dass diese Regenbogen-Scheiße dann schlimmer wird. So. Da unten ist nämlich ein Stern drin. Nein! Nein, Mario. Nein, schneller. Boah, Glück gehabt. Ich denke aber nicht, dass wir da schon rankommen, ehrlich gesagt. Aber wir können hier noch ein bisschen höher klettern. Aber hier geht's wieder runter. Ist das denn richtig? Oh, ich glaube schon, weil da geht's ja auch wieder hoch. Ah, ja. So wird das allerdings natürlich nichts. Nein, Mario. Komm schon. Tu es. Danke. Ach, diese Musik macht einen auch überhaupt nicht kirre irgendwie. Ja. Hä? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich sollte, glaube ich, eindeutig davor speichern. Denn das ist nicht so ganz meine Stelle. So, und jetzt aber. Aber auch nur gerade so. Ach du Scheiße. Lass mich bloß in Ruhe. Ach cool, Leben. Ja, kommst du automatisch zu mir? Ja, sehr schön. Oh, wir haben übrigens schon 54 Leben. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wann wir 50 hatten. Weil ich wollte das ja irgendwie feiern. Naja, okay. So, der will uns hochschleudern. Aber erstmal muss ich hier reingucken. Also Münzen gibt es hier schon mal genug bisher. Nein, noch nicht, noch nicht. Ich will erstmal mich umgucken. Warte doch. So. Denn es geht hier auch noch hoch. Aber ich glaube, hier gibt es nur ein Herz. Obwohl, nee, hier gibt es auch noch eine Plattform. Scheiße, hier dreht sich ja wirklich alles. Also ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich könnte da lang, ich könnte aber auch da lang. Das hier sieht ungesünder aus, deswegen gehe ich mal diesen Weg. Na toll. Für ein Leben, was ich nicht mal bekomme. Das ist doch jetzt echt ein Scherz. Na gut. Das war dann offensichtlich der falsche Weg. Komm schon. Ah, verdammt. Aber ich lebe noch. Ja. Tja, so schnell kann's gehen. Oh Gott. Das ist auch wieder ziemlich knapp gewesen. Ja, genau so sollte es eher laufen. Oh, jetzt warte ich wieder, bis es hochfährt. Und dann müssten wir eigentlich rüberkommen, oder? Nee, nicht so ganz. Aber ich sehe auch wieder nichts. Doch, es reicht. So, mal gucken, ob ich hier jetzt richtig bin. Oh. Also man kommt hier auf jeden Fall ganz schön hoch. Ganz schön weit hoch, wollte ich eigentlich sagen. So. Dann schnell so. Komm schon, halt dich doch fest. Was machst du denn, Mario? Das ist doch nicht wahr. Ich dachte gerade, ich falle runter. Na egal. So, aber er dreht sich ja direkt wieder. Blöd. Also bei den Dingern muss man echt schnell sein. Aber es will gerade nicht so ganz. Ich will auch gar keinen Seitwärtssprung machen. Oh. Okay, ich glaube, ich müsste erstmal irgendwie die Kamera drehen, damit er nicht immer so seitwärts hüpft. Oh Gott. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal der richtige Weg. Nein. Scheiße. Das ist echt schwierig. Komm, ja. Nein, ja. Nein, was tue ich denn? Oh oh, okay. Moment. Und? Spring. Puh. Komm, Mario. Wir schaffen das. Oh, sehr gut. Das war echt knapp. Oh Mann. Die Frage ist, komme ich denn jetzt hier einfach so hoch? Natürlich nicht. Komme ich da denn jetzt hoch? Das reicht ja irgendwie vorne und hinten nicht. Aber. Na, da geht's auch weiter. Vielleicht muss ich hier lang. Hier ist auf jeden Fall ein Stern. Ich weiß aber nicht, ob ich da rankomme. Ist auch bestimmt eine andere Aufgabe. Wenn ich da jetzt unten hinkommen würde. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich kann es ja mal versuchen.
so. Ach doch, das könnte sogar was werden. Och Mann, Mario. Ey, sind wirklich 1000 Sterne und sie sind irgendwie alle in Käfige gesperrt. Oh. Ach, schade. So, dann schnell hier rauf. Nein. Das war nichts. Aber ich möchte nicht ganz unten bei dem Block anfangen. Mist. Es sieht einfach aus, aber irgendwie ist es das gerade nicht. So, ich bleibe jetzt einfach hier drauf stehen. Mist. Es geht nicht so einfach, wie ich dachte. Ich glaube, ich muss schneller sein. So, dann dreh dich mal vernünftig, Mario. Dankeschön. Und jetzt einfach nur noch hier rein und einfach den Stern holen. Ja, oder auch nicht. Boah, endlich. Aber ich glaube, dass das jetzt eine andere Aufgabe war. Verdammt. Springe auf den Schwebebalken. Oh. Das war nicht die Aufgabe, die ich machen sollte, aber naja, ich sag's mal so, ein Stern mehr haben ist ja immer gut. So, dreh dich doch nicht immer, du Kamera, du. So, wir gehen wieder einen Punkt rein. Weil ich glaube, das brauchen wir für diese Aufgabe. Boah, das war gerade Aufgabe 5. Ups. Aber ich habe da oben kein Pendel gesehen. Wo sollen wir denn bloß lang? Jetzt bin ich wieder im Punkt drin, aber diesmal bewegt sich hier nichts. Ist das normal? Ich meine, mich stört es natürlich nicht, weil so kommt man ja viel einfacher durch. Ja, cool. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es dann keinen Stern gibt, weil das alles so einfach ist. Weil ich es immer noch nicht wirklich als einfach bezeichnen würde. Aber es ist einfacher, als wenn sich alles bewegt. So. Vielleicht muss ich auch hier irgendwie lang. Oh. Blöd, dass ich die Kamera mal nicht drehen kann. Ho, das war knapp. Ich glaube, das bringt's nicht. Der bringt uns vielleicht auf die andere Seite, aber jetzt bewegt er sich ja nicht. Komisch. Also macht das anscheinend echt schon einen Unterschied, wenn man 5 nach reingeht. Anstatt Punkt. Hätte ich das geahnt, dann wäre ich ja immer jetzt reingegangen. So, da unten ist auf jeden Fall noch ein Stern, aber da kommen wir ja nicht ran. Ach Quatsch. So. Gab es denn noch eine andere Möglichkeit, ist die Frage. Da hoch waren wir ja. Genau, hier ist dieser Balken. Könnten wir uns eigentlich wieder ein Leben holen, denke ich mal. Jupp, es gibt wieder eins. Sehr schön. Ja, toll, Mario. Hast du echt großartig gemacht. So. Also, wir könnten uns natürlich einmal hochschleudern lassen. Bringt nichts. Außer Verderben. Ich glaube, das bringt wirklich nichts. Ich glaube, das zockt uns immer nur Energie ab. Nein, ich wollte eigentlich ein paar Münzen haben. Ja, im schlechtesten Fall schmeißt er uns sogar ganz runter. Okay. Dann brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr hingehen. Jetzt komme ich da oben nicht mehr ran. Oder? Doch so. Sehr gut. Ich war noch nicht bereit, Mario. Warum denkst du, dass du springen müsstest? Das ist echt schlimm manchmal mit der Steuerung. Hallo, Mario. Nein, du brauchst dich gar nicht so freuen. Es ist nicht gut, was du machst. Scheiße. Also da hinten war auf jeden Fall ein Stern, aber ich glaube, der war auch im Käfig. Wenn ich bloß mal mehr sehen würde hier. So, da ist ein Stern. Aber da komme ich ja absolut nicht ran. Kann ich denn hier noch weiter? Ja, stimmt. Hier war das Ding.
Und hier sind noch mehr Pendel. Und da hinten ist ein Stern. Ich glaube, das ist der richtige. Nur, dass sich die Pendel halt gerade nicht bewegen. Aber das macht ja nichts. Oh Gott, ich glaube, es wird auch schwer später, wenn wir uns die 100 Münzen holen. Weil hier sind ganz viele blaue Schalter. Oh Gott. Naja, es funktioniert. Aber es wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, wenn die Pendel jetzt noch aktiv gewesen wären. Aber mir ist das eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich bekomme den Stern irgendwie. Ja, cool. Das lief ja eigentlich ganz gut. Und das war auch diesmal die richtige Aufgabe. Achte auf das Pendel. Speichern. Wir haben jetzt schon 4 Sterne insgesamt in dieser Welt. 3 Stück fehlen uns noch. Und dann haben wir auch dieses grauenvolle Level besiegt. Denn ich habe ja schon gehört, dass das hier schlimm sein soll und die Regenbogenscheiße noch schlimmer. Und deswegen bin ich froh, dass wir das quasi schon zur Hälfte durch haben. Dieses Level. Ja. Ich hoffe, dass die anderen beiden Sterne oder 3 Sterne sind es ja noch, genauso gut laufen wie diese jetzt, weil das war eine ziemlich erfolgreiche Folge. 3 Sterne in einem schlimmen Level in einer Folge. Ich bin begeistert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.